Okay, das ist ein G1, ne? Ja, richtig. Und du zeigst Ustream. Richtig. Kann das Ding? Damit kann man Videoaufnahmen machen. Ich logge mich jetzt mal eben ein. Beziehungsweise auch direkt live streamen. Dauert einen Moment. Machst du denn die Geräusche? Oh ja. So, das heißt, er fragt jetzt auch direkt nach, ob ich die Location mitsenden will. Ja. Sage ich jetzt einfach mal nein. Gehe dann auf live. Das heißt, Martin ist bei euch. Um sozusagen auch was für dich festzuhalten. Okay. Und das ist jetzt im Prinzip auch direkt live irgendwo im Internet zu sehen, ja? Richtig. Kann man das so einstellen, dass du das auch direkt raustweetet, damit die Welt davon weiß, dass ich gerade einen Livestream laufen habe? Dafür kann ich hier oben auf Share Wunderbar. Klicken. Mhm. Okay, konfiguriert ist es jetzt nicht. Ansonsten könnte ich es auch jetzt live mitschicken. Mute zum Ein- und Ausschalten des Mikros. Und mit Poll kann ich dann nachfragen oder schauen, wer jetzt sich meinen Livestream anschaut. Okay. Beziehungsweise wieder auch bewertet wird. Beim Beenden werde ich dann noch gefragt, ob ich ein Video speichern will. Wenn ich sage ja, habe ich auch die Möglichkeit, zum einen Namen anzugeben und zum zweiten dann den Link entsprechend zu verschicken über Ustream, Facebook, Twitter, YouTube und so weiter. Okay.